Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Blood Bowl 3 und der League of Cakes Season 3 in der Reikland Division. Heute steht ein echt schönes Spiel an gegen Moppy und seine Kuchen-Gorbo-Gang. Die gucken wir uns gleich an, aber zuerst schauen wir natürlich wie immer auf die gute Tabelle. Da ist es das gute Stück und es gab ein paar echt gute Spiele diese Woche. Also es sind ja immer zwei Wochen eigentlich, aber an diesem Spieltag, am letzten Spieltag gab es ein paar sehr schöne Spiele auf jeden Fall. Ben hat gegen TK 1-2 nur verloren. Also nur muss man sagen, ne, TK ist ja bisher ungeschlagen einfach mit seinen League of Cake Elves. Chaos Cop hat mit seinen Echsen Barry geschlagen. Also der erste Sieg für ihn auf jeden Fall. Nicht schlecht, nicht schlecht, muss ich sagen. Vielleicht kriegt er doch noch irgendwie die Kurve ein bisschen. Müssen wir mal schauen. Er ist jetzt noch 3 Punkte hinter Ben, ne? Also da unten. Es ist halt alles nicht so weit weg, muss man sagen, ne? Wenn ich jetzt sage, da unten, dann ist das nicht super weit weg von der Spitze. Also, naja, sagen wir nicht von der Spitze, von den ersten beiden ist es schon ein bisschen weiter weg, aber von allen, die dahinter kommen. Ja, da unten wird es vielleicht nochmal spannend auf jeden Fall im Tabellenkeller, müssen wir mal gucken. Ich denke nicht, dass Ben sich da großartig Blößen geben wird, aber wenn er Pech hat, wünsche ich ihm natürlich nicht, ne? Er macht hier die Tabelle immer so schön, aber es ist halt Blood Bowl. Alles ist möglich. So, die Skaven haben gegen Moppy gewonnen. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie das Team großartig zerstört haben. Schade. Aber müssen wir halt durch. 2-1 haben die gewonnen. Haben damit eine Touchdown-Differenz von 1, aber mit 11-10 Touchdowns einfach. Das ist schon gut. Kann man so sagen, glaube ich. Moppy ist der Einzige hier im Tabellenmittelfeld mit einem negativen Touchdown-Verhältnis tatsächlich. Das finde ich auch ganz interessant. Aber ja, weiß auch nicht. Ben ist auch ins negative Touchdown-Verhältnis gerutscht. Allerdings nur mit minus 1, nicht so wie Moppy mit minus 2. Ja, und dann halt die Schmiede von Karas Ankor, ne, die Quakenburg University Illuminated Knights 1-0 schlagen konnten. Ja. Ich bin froh, dass es nicht höher war gegen Zwerge, bin ich ganz ehrlich. Und damit hat Albrecht Omboss auch die alleinige Führung in der Touchdown-Scorer, in der Topscorer-Tabelle im Moment inne. Ja, und heute geht's halt gegen Moppys Kuchen-Gobbo-Gang, ein ganz besonderes Team, man sieht es ja auch, es sind Black Gobbos, um Platz 3 im Prinzip. Ne, also wenn, wir gucken gleich mal, wer spielt, ne? Wenn Capturing Chaos sein Spiel gewinnen würde und ich verliere gegen Moppy, ne, dann würde ich halt definitiv auf Platz 5 runterrutschen. Also zwischen 3 und 5 ist ein, also theoretisch sogar zwischen 2 und 5, ist an dem Spieltag für mich alles noch möglich. Ne? Wie gesagt, es ist dicht beieinander. Und mit ganz viel Pech, wenn ich richtig hoch verliere und die Skaven sich mal zusammenreißen, könnte ich sogar, sehe ich gerade, Platz 5, ja. Sorry. Mein Fehler. Ich dachte, ich hätte da noch was gesehen. Ja, so sieht auf jeden Fall die Tabelle aus. Wir gucken uns mal an, wer gegen wen spielen wird heute, ne? Gegen wen die Skaven ran müssen, gegen wen die Zwerge ran müssen. Und dann gucken wir uns die Teams an, die heute aufeinandertreffen. Zur Tabelle wollte ich noch sagen, es gibt da demnächst noch, also in der Liga gibt es ja immer Awards. Das wissen die einen oder anderen von euch vielleicht. Und da wird es demnächst noch ein paar mehr geben. Ich weiß nicht, ob die dann auch in der Tabelle auftauchen werden, ne? Also zum Beispiel die Teams mit den meisten Verletzungen, die da angerichtet werden. Wird so ein Ding sein irgendwie. Da müssen wir mal gucken, weil jetzt Statistiken im Spiel sind. Die werden wir uns hoffentlich, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe, nachher auch nochmal angucken.
Ja, Ben darf gegen die Echsen ran an diesem wunderbaren Spieltag. Die Skaven müssen gegen die League of Elves ran, also werden da wahrscheinlich, ich sag's jetzt einfach, die werden wahrscheinlich keinen Sieg mit nach Hause nehmen, ne? TK, Taiki, wie auch immer. Er wird da wahrscheinlich ungeschlagen in die Winterpause gehen. Und ja, Dekadenz, also die Schmiede von Karas Angkor, die Zwerge auf die Backpack Travelers, die Underworld, die werden da, denke ich, auch gewinnen. Na, die Zwerge sind ja verdammt stark. Das heißt, es geht heute eigentlich um den dritten Platz hier im Spiel gegen die Kuchen-Gobbo-Gang, die wir uns mal direkt anschauen werden. So, wir sehen ein Gobbo, ein Bruiser Lineman mit Dauntless, fällt aus. Das heißt, 11 Spieler sind da. Der Team Value ist super niedrig, ne? Und da kann man sich ja natürlich den ein oder anderen Starspieler auf jeden Fall leisten. Ja, und das Team heißen halt Black Gobbos, ne? Das ist ein Black Orc Team eigentlich, aber es ist halt nur der Troll dabei und der Rest sind alles Gobbos, ne? Wir haben hier so einen Fowler auf jeden Fall. Wir haben Leute, die ein bisschen mit dem Ball umgehen können. Wir haben ein paar Tackler, ein Springer ist dabei. Also da müssen wir mal schauen, wie wir der Gobbos Herr werden. Ob wir da vielleicht ein, zwei ausnocken können irgendwie. Aber die haben halt alle einen dicken Schädel. Oder einen Dickschädel. Dicken Schädel hat vielleicht Moppy, das müssen wir mal gucken. Ja. Wird auf jeden Fall schwierig, ne? Und dadurch, dass hier der teuerste Gobbo ausfällt, ah, hier, der ist genauso teuer, ja, dadurch, dass er halt ausfällt, werden wir halt auf ein Team mit einem echt niedrigen Team-Value treffen. Hat natürlich auch den Vorteil, er hat keine Reserve-Gobbos, stimmt nicht, ne? Also ein, zwei Reserve-Gobbos wird er schon haben, weil er einfach Starspieler auf den Platz bringt. Da bin ich mal gespannt, wer es wird, wie eklig das wird. Varagul-Chua wären da zum Beispiel eine Alternative, die wir wahrscheinlich sehen werden. Oder irgendwas mit einer Kettensäge vielleicht. Ich weiß gar nicht genau, welche Spieler das Team zur Verfügung hat. Sie haben keinen Apotheker. Sie haben nur zwei Rerolls. Man kann sich jetzt auch keinen leisten vor dem Spiel. Also das ist schon mal ganz gut für uns. Aber es wird verdammt wuselig gegen die Gobbos, ne? Besonders weil meine Jungs halt noch kein Tackle dabei haben. Das ist halt auch so ein Problem auf jeden Fall. Bei uns fällt ein Lineman aus. Wir wurden ja beim letzten Mal ein bisschen verprügelt auf jeden Fall. Kann sich Arthur eigentlich irgendwas holen? Ein Primary? Ne, der braucht 8 Punkte. Ne? Ja, der braucht 8 Punkte. Ja, also das ist halt so das Team, wie es ist. Wir haben hier Volker mit Sidestep neu drin auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Goderich hat On the Ball. Auch das ist ganz gut. Hilft uns beim schnellen Spielaufbau. Alle, die Block haben, sind heute auf jeden Fall mit dabei. Unser Ogre hat Guard. Auch das macht es den Gobbos ein bisschen schwer, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Da müssen wir mal gucken. Ja, aber ansonsten müssen wir halt schauen, dass wir nicht zu Tode gewuselt werden oder so. Also der Spielplan ist, glaube ich, recht einfach. Nicht zu Tode wuseln lassen. So viele Gobbos wie möglich rausnehmen. Und das ist es im Prinzip. Ich könnte mir natürlich noch einen Lineman holen. Da würde mein Team Value aber noch in die Höhe treiben. Das heißt, wir werden heute mit dem Halbling auf dem Feld sein. Das ist bei den Gobbos nicht super schlimm. Ja, den können wir da trotzdem benutzen irgendwie. Vielleicht werden wir auch mal versuchen, ihn zu werfen. Vielleicht kann Kevin da irgendwas reißen. Müssen wir mal gucken, ne? Wenn die Gobbos sich so dicht zusammenknollen. Diesmal sollte ich daran denken. Und dann schauen wir einfach mal, wie das läuft. Warum kann ich eigentlich einen Journeyman rekrutieren? Das verstehe ich gerade gar nicht.
Der würde mich halt 15.000 kosten. Und wenn ich, 50. Wenn ich jetzt so einen, der würde mich auch 50.000 kosten. Na, jetzt habe ich falsch. Ne? Das ist unübersichtliche Menüführung auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da würde ich mir aber eher noch einen zweiten Werfer. Was kostet denn ein zweiter Werfer? Der kostet 80.000. Muss also auch nicht unbedingt sein. Aber so ein zweiter Werfer, den noch zu haben, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall besser als ein Lineman. Ist ein bisschen teurer, kann man aber ganz ähnlich einsetzen, ne, wenn man sich die Statistiken anguckt. Haben wir gerade zwei nebeneinander, ne? Also 6-6, 3-3, 3+. Der wirft halt besser, Rüstung ist dieselbe. Also ein Werfer ist im Prinzip auch nur ein besserer Lineman, ne? Und den könnte man dann zum Beispiel zum Fouler machen oder zum Kick-Spezialisten oder sowas, wenn man den mit aufs Feld nimmt. Ich möchte Moppy jetzt nicht das zusätzliche Geld geben, ehrlich gesagt. Aber ein zweiter Werfer wär schon echt geil eigentlich. Hätte ich schon Bock drauf. Vielleicht wäre das auch gar nicht so schlecht zur Ballaufnahme. Wie würde ich den denn nennen, den zweiten Werfer? Moment, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Aber wisst ihr was? Wir geben Moppy einfach ein bisschen was zum Spielen. Wen würde ich denn damit in die Linie stellen vorne? Das ist halt die Frage. Michael vielleicht? Ich überlege gerade, hole ich mir lieber einen Lineman oder noch einen zweiten Werfer? Und ich glaube, ein Werfer ist eigentlich cooler. Und ich weiß nicht, ob ich dann Michael vorne in die Linie stellen würde mit. Da hätten wir da zwei Jungs mit Block. Außen. In der Mitte ein ohne Block. Kunibald nämlich. Ja, vielleicht wäre das dann meine Linie so ziemlich. Ich weiß halt nicht, ob ich Kevin in die Linie stellen möchte gegen ihn. Kommt drauf an, ob wir Anstoß haben oder nicht, ne? Denn wenn ich seinen Troll erstmal aus dem Spiel nehmen könnte mit Kevin, dann wäre das schon echt eine Erleichterung. Na, wisst ihr was? Wir werden einen Werfer rekrutieren. Ja, machen wir. Hilde Blindman. Der Mann heißt nämlich einfach Friedrich. Auch genannt die Feuerwalze. So, da hat Moppy halt noch ein bisschen mehr zum Spielen. Und dann kann er aber vielleicht schon ein paar Starplayer-Punkte mitnehmen heute. Das müssen wir mal schauen. Darauf hoffe ich ja irgendwie so ein bisschen. Na, lassen wir uns überraschen. Wir haben da halt einen Werfer, der ist schon ziemlich gut. Der kann ziemlich viel. Und einen Reservewerfer im Prinzip. Dem wir dann mal einen Ball zustecken können zum Beispiel. Und der dann nochmal einen Wurf machen kann irgendwie, wenn man die geschickt aneinander kettet, geht damit ja auch so einiges. Ja, dann ist es jetzt Zeit, auf Moppy zu treffen, würde ich sagen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, mich hier vorzubereiten. Für euch geht es gleich nahtlos weiter, wenn Moppy da ist. Und ich denke, das wird ein verdammt, verdammt witziges Spiel zumindest mit der Kuchen-Gorbo-Gang. So, da ist er, der gute Moppy mit guter Laune. Hi. Guten Morgen. Oh Gott. Heiß wie Frittenfett. Immer. Das hat ja nichts mit deiner Laune zu tun.
Ja, stimmt. Oh, danke. Ja, gut gefrühstückt hast du auch, Mann. Das, eigentlich war mein Plan, dass du hier komplett aus dem Bett rollst, verkatert und dann, weißt du, easy game, aber naja. Du, nach meinem Wecker wäre der Plan auch aufgegangen. Was? Der war nämlich für 11:15 gestellt. Der Hund hat mich aber um 10 Uhr aus dem Bett geschmissen und hat gesagt, wir gehen jetzt raus. Mann, Alter, der Hund. Den hatte ich natürlich nicht einkalkuliert. Sonst wäre ich nämlich auch noch nicht so mental fit. Ich hab gemerkt, die Stunde habe ich heute gebraucht. Ja, das wäre ja der Plan gewesen. Mensch. Na gut. Schauen wir mal. Ich schicke dir mal eine Einladung einfach. Mhm. Ja, deine Gobbos haben bestimmt auch richtig Bock, oder? Die kleinen Wieselviecher. Oh ja. Mal gucken, ob der Troll heute in Form ist. Ja, das wäre mal wieder was, weil das hat die letzten Spiele echt schwer sein gelassen. Ich glaube, der ist immer ein bisschen eifersüchtig, weil wir ja immer noch Leute mit dabei haben. Und ich glaube immer, er ist der Meinung, er muss der Größte und Beste und Dickste sein. Ist er halt nicht. Die Starspieler, ja, gut. Die schummeln sich halt immer mit den Teambus. Ich kann da ja nichts für. Ganz komisch, ne? Ganz komisch. Wir haben das gemacht wie vor jedem Spiel. Wir sind in die Kneipe gegangen und irgendwie ist der Teambus wieder voller als wie bei der Ankunft vor der Kneipe. Ganz schlimm. Wieder neue Freunde gefunden. Oder entführt, je nachdem. Bei letzterem wissen wir gar nicht, was das bedeutet. Oh, weil ich bin so gespannt, wie das hier läuft. Ich auch. Ah, du bringst Fans mit, das finde ich gut. Immer. Leider habe ich eine Menge Fans verloren in den letzten zwei Spielen. Achso, ich dürfte jetzt. Hau rein. Ja, gut, ja, nee. Ein Zauberer kaufen. Ach, ist das Limit auf 110.000 gesetzt? Nee, aber so viel hast du in der Teamkasse. Ah, stimmt, ja. Ich hatte mir ja noch einen Spieler gekauft. Richtig. Ich dachte gerade, hey, ich muss doch viel mehr haben. So, 525. Ja, hau rein. Morgan Thorg. Okay, gute Wahl. Helmut Wolf, ja, mit dem habe ich gerechnet. Oh, hat er schon wieder was zwischen der Zähne. Könnte ja Helmut helfen. Dann spielen wir heute eigentlich beide in Gelb, ja, ne? Ich glaube. Ja, wir spielen beide in Gelb. Ja gut, die Teams sind nicht schwer auseinanderzuhalten, von daher. Nee. So, was hätte ich denn? Ich hab den Angriff gewonnen. Ja. Oh. Hallo. Na, Hallöchen. Na, gucken wir doch mal. Oh, wie lange ich schon kein Morg mehr gespielt habe. Ja, und jetzt gebe ich dir mal die Gelegenheit. Ja, freust du dich? Ja. Dieses Mighty Blow plus 2 ist einfach. Gesundheit oder sowas ähnliches. Danke. Keine Ahnung. Danke. War leider nicht schnell genug mit dem Mute-Knopf. Nein. Ganze Aufnahme ruiniert. Ah, ja. Definitiv. Das mit dem Regen missfällt mir noch ein bisschen. Ich habe so leichte Ballaufhebesorgen jetzt schon. Aber auf der anderen Seite, der Ball sind Dinge, über die machen sich andere Teams Gedanken. Ah, ich werde dich bei Gelegenheit dran erinnern. Ich hatte ursprünglich an Wizard gedacht, aber weißt du, jetzt, wo das so regnet, ist das, glaube ich, eine gute Idee, keinen Feuerball zu nehmen. Der wäre doch schon wieder abgekühlt, bevor der auf den Boden ankommt. Nee. Du meinst, es zischt einfach nur, qualmt so ein bisschen. Ja, genau. Das wäre gewesen. Ja, das wäre natürlich dumm gewesen, ja, hast du recht. So, ich glaube, damit versuche ich es mal. Dort hast du viel Guard und viel Block. Ja. Morg, warum sitzt du auf der Bank? Komm hier hin. Immer besser zwei ab für hinten. Das reicht dann aber auch. Mehr muss nicht sein. So. Sneaky Git muss nicht faulen aktuell. Weißt du was? Dann könntest du ja auch draußen warten. So. Onkel Mord geht dahin. Was will er denn da? Ich weiß nicht.
glaube ich dir irgendwie gar nicht. Ja, auf ein gutes. Oh, solid defense. Ah. Oh, jetzt bin ich gespannt. Achso, ich musste erst wählen, ne, und dann kann genau. Ich versetzen. Morg ist ja richtig stark, so habe ich gehört, ne? Deswegen sage ich bin gespannt, was du jetzt machst, ob du was machst. So, die alle will ich versetzen. Oh, 6 Stück werden versetzt. Ich habe übrigens ein gutes Gefühl, dass der Ball jetzt auf den Troll gehen wird. Ist das so? Und der dann fängt. Ja, müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Hauptsache die Kettensäge fängt den Ball nicht. Ah, das wäre aber auch witzig. Das mache ich immer, wenn ich Goblins spiele. Da gebe ich immer meinem eigenen Kettensägenspieler irgendwann den Ball, damit er ja. Nice, Abspeck. Hä, warte mal. Du haust den Ball hier in meine Hälfte zurück und kriegst dann den Touchback dafür. Was ist das für eine Scheißregel? Trollball! Rollball Beste. Den hauen wir direkt tot. Danke. Der wird nicht tot gehauen. Oh. Geht doch. Ach, dein fucking Ernst. Ist das nicht dein Ernst, ey? Ich befürchte halt, den brauche ich noch. What the fuck? Das war jetzt natürlich schon wieder sehr unglücklich. Kommt drauf an, wen man fragt. Weil trotzdem du deine, ne? Ja, sicher. Hauen kaputt. Nee, mach nicht. Ja, dann ist gut, er ist stabil. So, kann sein, dass ich hier ein bisschen zu offensiv zu werken bin. Mal was ausprobieren. Probier mal die Kettensäge. Oh. Das oh, oh. War nicht so der Effekt, glaube ich. Nee. Naja. Oh. Oh, oh, da Doppel 1! Oh! K.O. Ja, okay, das nehme ich mit. Wie gewonnen, so Zeron. So, und jetzt wird die Rache nämlich mein sein. Ach Helmut, wehe dem, du gehst jetzt direkt kaputt. Ja, das wäre schon richtig. Bam, da liegt da. Außen. So eine Scheiße. Nee, Helmut, nee. Ich wusste es, ich darf mit dem nicht blitzen. Mit dem darf man einfach nur faulen. Aber nun gut. Hey! Was denn? Direct werden wir. Direct sind nicht richtig. Das ist ein Angriff, wie sagst du?
Die Rache wird mein sein, sprach der Morg. Ey! Was ist denn los? Directs gegen Goblins ist unfair. So. War der Zug ja doch gar nicht so schlecht. Nach einer Sache hätte ich natürlich anders machen müssen, egal. Das wird schon. Gerade folgen? Nee. Das nicht. Kommen sie schon wieder angewuselt, die hässlichen hier. Da langt er doch schon wieder zu. Aber die Jungs hier sind nicht wie meine schwarzen Orks, ne? Die ziehen die Rüstung wenigstens richtig rum an. Noch. Noch, naja, doch, doch. So, da wirst du den schon nicht auf den Schädel klopfen. Wollen wir das versuchen? Ja. Na gut. Nein! Oh nein, wie schade. Was? Nein, bin ich gerade wieder großartig darin, meine eigenen Spieler zu zerstören. Das wird ein bisschen so. Ach, das ist alles hier, wie soll ich sagen, nicht so großartig, ne? Ja, geht, ne? Bin ja auch nicht so ganz zufrieden. Tatsächlich. Also, das war ein Rush, das wollen wir nicht. Sehr gut. Ja, super gut. Jetzt Double Skulls? Nee, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, würde ich sagen. Ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. So, Kevin hat Bock. Das ist schon mal sehr gut. Hey! Ja, so sieht es nämlich aus hier. Ich hoffe mit dir. So, den haben wir ja neu gekauft, ne? Der kann sich hier mal nützlich machen. Mm-hmm.
Plan ist, den Troll von seinen Goblins zu trennen, auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, ob es funktioniert. Wie hauen die denn zu hier? Was ist denn los? Ordentlich. Ja, sehr ordentlich. So ein Scheiß. Der rennt weg, ja? Mhm. Mhm. Dann schauen wir doch mal. Da kriegst du jetzt einen Easy Two-Die auf den Ball. Ey! Was denn? Achso, du regst dich ja immer drüber auf, ne? Was soll ich sagen? Komm, weg mit dir. Man macht keine Directs gegen Goblins. Doch, 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 machen wir. Ständig eigentlich. Shit. Wer ist denn das Problem? Du bist das Problem. Nicht umfallen. Na. Doch, doch, doch. So, was haben wir denn hier? Plus 2. Du hast mal ein plus 3 und dann habe ich keinen gescheiten Blocker. Oh, das war meine Hoffnung, dass du da den Garda reinstellst. Tatsächlich. Ja, war es wirklich. Und hättest du den ein Feld mehr an Morg gestellt, also zwei Richtung Mittellinie, hättest du jetzt meinen Zug versauen können. Na, bin ich ja mal gespannt. Ich muss nur einen einzigen Block vorher schaffen. Dann ist die Welt in Ordnung. Ist auch egal? Genau, ist auch egal. Du stehst einfach nur auf, du gehst dahin, jetzt musst du den umhauen. Ah. Jetzt klappt mein Zug nicht. Ich konnte keine Höhe dafür nehmen, das wäre nämlich dumm. Dann müssen wir es anders regeln. Dann müssen wir zwei GFIs machen. Oh oh. Genau, so nämlich. Du nämlich dahin, du gehst hinterher. Dann gehst du hier hin. Na gut, es hat immerhin fast so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
mit nur, leichten, keinen Bock hatte. Genau. Plus die GFIs vorher waren auch nicht so ganz so geplant. Aber nun ja, immerhin konnte ich mich ein wenig aus dieser Bredouille raus auf. Nee, eigentlich nicht. Dafür hätte der Ogre auch. Nee, dafür hätte sich das voll bewegen müssen. Das war nicht gut. Hast du gerade schon wieder einen Direct gewürfelt? Ja, klar. Ich will kurz an. Da liegt er nämlich. Also, das hier werde ich zur Überprüfung einreichen. Auf jeden Fall würde ich auch machen an deiner Stelle. Außerdem, du darfst mich gar nicht so sehr verhauen. Du musst nämlich Mitleid mit mir haben. Weil mich hat meine Oma gestern angerufen, zu der ich gleich hin muss. Die gute Frau ist 90 und die hat irgendwas erzählt von wegen ihr WLAN ging nicht und ich muss jetzt ihr WLAN reparieren. Das kann nur furchtbar werden. Ich fühle so ein bisschen mit dir. Du, das letzte Mal kam sie vorbei, hat gesagt, mein Telefon und mein Fernsehen geht nicht mehr. Ja, konnte auch nicht mehr gehen, wenn man beim Putzen halt den Stecker zieht von der ISDN-Box da. Wie heißt die Dinger? Router. Ja, das ist natürlich richtig. Dann ist immer ganz schwierig. So, vor allem, ich habe mir am Anfang einen Wolf gesucht nach dem einen Ausschalter dann an der Kiste, logischerweise. Der nicht vorhanden war. Geil. So, jetzt muss aber Kevin liegen bleiben, gell? Kevin soll nicht liegen bleiben, der soll eigentlich sinnvolle Dinge tun. Nee. Eine 1 würfeln wir jetzt bei Kevin. Großartig. Ich muss hier schon wieder. Verstehst du? Wo kommt er denn her? Von da hinten. Ach, und ich hab's trotzdem verpackt. Ja, okay. Geil. Machen wir das? Nee, ist mir Kevin eigentlich zu gefährlich, dann machen wir das so. Auch vollkommen in Ordnung für mich. Ach so, ja, du hättest noch eins weiterlaufen müssen für den Assist. Ja, genau. Nicht mit Morg. Ja, scheinbar nicht. Du lässt dich von Menschlein verhauen. Da liegt der ganz in Ordnung. Das sind wir gierigsten von mich. So, das heißt doch für du stehst erstmal auf. Dann mussten wir doch theoretisch, ist das doch ganz simpel. Wenn, jetzt kommt wieder die große Problematik, der Onkel hier dodgen kann, dann ist das theoretisch ganz simpel. Und wir den Catcher dann umhauen. Macht er auch noch. Kann ich jetzt nicht einen Reroll nehmen? Na, das muss ich so und dann muss ich so. Yes! Aua. So, gute Frage, ne? Everybody loves Surfetten. Das ist doch nicht wahr. Die Idee war nicht so schlecht. Die Ausführung schon wieder hier. Ausführung. Jungens. Der sollte jetzt dahin, der andere hätte sich an deinen Ogre dran gestellt und dann hätte ich gesagt, stehen wir vielleicht nicht perfekt, aber auch nicht ganz schlecht. Aber das so hat sich jetzt leider gerade geändert. Ja.
Ja, ich kann mich leider in letzter Zeit nicht allzu sehr auf die Dodges von den Kleinen verlassen. Und ich spiele schon wieder viel zu wenig auf Sieg. Ich meine, wer dem Troll den Ball gibt. Aber wäre schön gewesen. An wem doch schnell da vorbei. Ach so, ha, ja, klar. Das ist gar nicht mein Oger. Jetzt, wo du es sagst. Oh Gott, wie mache ich das denn? Ich würde es gerne schlau machen. Ah, ich weiß. Ja, er steht noch. Oh, nicht mehr lange. Jetzt kommt Kevin. Ja, die Frage ist halt wirklich, wie lange noch. Ja, nach Kevin wahrscheinlich nicht mehr. Das hoffe ich. So, ich muss hier noch einmal kurz. Aber wir haben unser Bestes gegeben für einen Troll-Touchdown. Unser Bestes war nicht genug. So, Kevin, da ist er. Olo, nicht wieder kaputt gehen. Danke. Da liegt der Ball aber schön. Er hält sich so in Grenzen, ne? Ja, dreht ihn kaputt. Nee. Er hat nicht kaputt getreten. So, du liegst da schon ganz gut im Weg. Ihr seid da auch in Ordnung. Ja, da ist auch noch. Ne, der traut sich, ne? Ja, der muss aus taktischen Gründen bleiben. So, dem Laien mag mein Zug, der jetzt kommt, töricht erscheinen. Aber dem geschulten Auge des verwegenen Blood Bowl-Spielers wird sich die Brillanz wahrscheinlich jeden Moment erschließen. Oh! Oh nein, bis dahin ist der Ball durchgewuselt. Na toll. Oh! Das Gute ist ja, er kann ja nirgendwo hin. Scheiße. Das wäre aber ein cooler Surf geworden. Ja, deswegen nämlich, das wäre so ein traumhafter Surf gewesen. Das ist richtig. Aber es sollte nicht sein. Nee. Aber nichtsdestotrotz, der Outcome von diesem Spielzug ist überragend gewesen. Das war schön, ja. Es war echt ein sehr, sehr cooler Spielzug. Hat mir sehr gefallen. Okay, hat zwar nur von kurzer Dauer. Darum geht's ja hier nicht. Es geht ja um Blut. Ey! War bestimmt jetzt auch nicht so ganz so dein Plan. Das, wie soll ich sagen, ja. Spannend. Spannend trifft es, ja. Ja, und der Surf waren einfach 4 von 6 Würfel. Klappt der Dodge so einmal verstanden hat. Ja, 4 von 6 kommen, da super Chance. Ey, die Direct gegen meine Goblins, so funktioniert das nicht. Doch, am allerbesten, guck mal hier. Bam. Oh, verdammt. Ist gut. So, was haben wir denn da Schönes? Aha. Ich
habe so ein Gefühl, dass mir die Spiele ausgehen. Ich hoffe es. Wirklich. Surfst du da etwa bei Goblin, Peter? Surfst du etwa... Ach nee, also war kein streng genommen war das der Troll, ne? Das wollte ich nur mal anmerken. Ja, und ich habe ja noch Glück gehabt, dass kein Push dabei war, sonst hätte es ja beide gesurft. Hättest du ja wieder ein Two-Die gehabt mit deinem Thrower auf den Troll. War ja noch glücklich hier. Ey, da wollte ich rausdodgen. Er wird nicht rausgedodged. Ich weiß, meistens nicht. Natürlich schon wieder Unsinn. Komm ich da hin? Da komme ich hin. Super. Eieieiei. Wie er da rausdodgt die ganze Zeit, dieser blöde Ogre. Das gibt's doch gar nicht. Das macht er echt erstaunlich gut. Das macht er richtig gut. Ich will nicht von Betrug oder so reden, aber... Ja, ich habe ja nicht so viel zu tun. Irgendwie sind mir die Spiele ausgegangen. Ja. Also inzwischen geht es so darum, keinen Touchdown zu kassieren in meinem Angriff. Ja, so, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen arbeiten, befürchte ich. Ja, um den Dodge kommst, also um einen Dodge kommst du nicht drum rum. Das ist richtig. Ich bin gespannt, welchen du nimmst dafür. Das weiß ich noch nicht so genau. Fürchtlich werde ich hier den einfachen Dodge nehmen. Wie weit kann sich der Morg bewegen? 6. Ja, der kann auch noch weit laufen. Das ist ja schon wieder Premium-Scheiße. So. Ich hab noch Reloads. Oh, dahin! Okay, ich dachte Richtung deines Catchers. Ich hatte jetzt mit einer Ballübergabe gerechnet, weißt du? Hätte ich, aber ich hab Zeit. I see. So, wenn ich dich hier hinstelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wem hast denn du eigentlich die Würfel geklaut? Das sind meine eigenen. Wo kann ich die kaufen? Ich weiß es nicht. Yes! Nein! So, wer erscheint mir denn hier gefährlich? Außer Morg. Der sich durch alles durchdodgt. Thank you.
Oh! Nein, und ich habe kein Abo mehr. Oh, Entschuldigung. Wow. Nee, alles gut. Armer Gustav. Guten Tag. Hi. Ach nee! Wow. Wenn man nicht dodgen kann, können wir keine GFIs. Wieso mache ich denn mein Team heute selber so kaputt? Ich weiß es nicht. Was ist da los? Ich weiß auch nicht. Ich bin heute mein größter Feind. Gut, Morg hilft, aber das hilft nicht genug. Nicht, wenn ich so mache. Nicht mehr Barack? Nee, ich hatte heute so viel Geld, dass ich Morg und eine Kettensäge hatte. Und die Kettensäge ist auch noch auf dem Feld, oder? Nein, die Kettensäge hat geblitzt in Turn 1. Glückwunsch! Und hat sich dann verabschiedet. Eine 6 vielleicht jetzt? Das wäre cool. Warum darf ich nicht auf Agio Recall drücken? Use a Bribe? Use a Bribe? Du musst echt eine Bribe angeben. Ja, aber ich hab kein Bribe. Ach, ich bin noch bei Waiting for Opponent. Deswegen wahrscheinlich. Ja. Na, immerhin sind alle Chaos bis auf einen wieder da. Ja, aber 8 Spieler auf dem Feld ist schon nicht zu viel. Das ist nicht gut. Dann hast du jetzt Morg und den Troll, ne? Ja. Gegen ein volles Menschenteam. Naja, voll. Ich habe jetzt einen Halbling auf dem Feld, ne? Das stimmt. Und wir kommen dann gleich mit oben. Warte, damit habe ich nicht so gute Erfahrung. So, da müssen wir mal schauen, wie, warum und wann. Streamt jemand von euch oder nur hier? Nee, nur hier. Ich nehme auf für später. Aber ich bin mal gespannt, ob der Dennis jetzt gleich auch noch hier auftaucht. Die desolate Leistung nehme ich dir hier so ein bisschen übel, ne? Nachdem du mein Team so zugrunde gerichtet hast. Ja, ich nehme mir das auch ein bisschen übel, aber ich habe irgendwie schon seit den letzten 2 Spielen eine ganz desolate Leistung mit meinem Team. Gut, die konnten ja nicht die ganze Zeit so perfekt funktionieren, sind wir uns ja mal einig. Ein High-Kick. Das auch noch. Das ist ja quasi ganz umsonst noch dran. Dann fängt er den im Regen. Ja, dafür ist er ja ausgebildet worden. Welch Unverschämtheit. Möge er sich schämen. Hat aber auch genau gereicht. Ich glaube, das macht er einfach nicht. Ja, weißt du, mein Team hat seit 2 oder 3 Matches verlernt, wie man dodgt. Und das ist echt ein Problem. Das stimmt allerdings. Da sind Blitzer dann in der ersten Reihe neben. Genau. Leider. Aber er braucht Block nicht so häufig. Ja, das stimmt tatsächlich. Obwohl, so 3-mal, glaube ich, ne, war der schon nützlich. Ja, aber viel öfter nicht. Nee, tatsächlich nicht. Wer braucht Block, wenn man es auch direkt machen kann? Und du Pau auch. Eben. So, was machen wir jetzt hier? Wer von euch armen Tropfen wird geblitzt? Ja, Morg auf jeden Fall nicht. Guck mal hier, siehst du? Der könnte, also wenn der sterben sollte, aus Versehen,
Wäre nicht schlimm. Ja, das ist aber doch gar nicht der Level 3, den du in Ruhestand schicken wolltest, oder? Ne, und den kann ich halt noch nicht in Ruhestand schicken, bevor ich ein zweiter Sneaky Git gewürfelt hat, random. Aber der hier mit Leap, ich brauche keinen Leap. Sag das nicht. So, was mache ich jetzt? So, mein wunderbarer Vorteil ist jetzt, ich liege einen Touchdown vorne, hab den Ball, kann jetzt bin ich überzahlen. Also ich habe eigentlich nur Vorteile. Kann ja jetzt jeder keine springen Gobos. Über liegenden Spieler oder über Spieler generell. Ich mache das relativ häufig sogar. Okay. Und in der Aktion, die du unten anwählst, ja, ne? Die 4. Ne? Genau. Was war das? Ne, du musst das hier über mit Mausrad auf dem Spieler musst du musst das machen. Wenn du neben einem neben stehst. Warte mal, ich kann das ja mal gerade hier simulieren. Ich laufe jetzt einfach mal hier hin. Wenn ich jetzt auf meinen Spieler drücke, kann ich hier dann theoretisch Jump Over machen, beziehungsweise muss ich wahrscheinlich hier auf, genau hier auf dem Feld dann machen, weißt du, dann hier Jump Over sagen und dann springt er dahin. Ja, ist klar. Ich habe das selber das ein oder andere Mal schon benutzt, weil ich das sehr, sehr praktisch finde. Einfach um einfach mal irgendwo hinzukommen. Ne? Mir hat jetzt irgendwann auch mal Movement gefehlt. Mit Dodge wäre ich in die Endzone nicht in die Endzone gekommen, muss ich halt auch über den Gegner drüber springen. Hat mich leider am Fuß festgehalten. Naja, aber es, also es eröffnet ja, ich vergesse das immer, aber es eröffnet ja immer noch andere Dinge, weil du kannst jetzt halt genau nicht mehr zublocken, ne? Also genau, einmal am Boden blockst du, also machst du keinen Weg mehr zu. Genau. Es ist halt ein größerer Würfel, klar, aber irgendwie bei zwei war der Weg ja da total versperrt und genau. Nicht mehr. Und wie du sagst, ganz viele haben das ähnlich auf dem Schirm. Also die ganzen Spiele, die ich in der offiziellen Liga gemacht habe, ich habe da nicht einmal einen gesehen, der das benutzt hat. Und da gab es mehrfach Situationen, wo es nicht schlecht gewesen wäre. Oder teilweise besser gewesen wäre als die Aktion, die dann gemacht wurde. Ich glaube, viele haben das einfach nicht am Schirm. Dabei ist eine großartige Fähigkeit. Gerade hier mit Spielern mit Agi 4 kommst du sofort drüber. Ja, genau. Darfst halt, muss halt gucken, dass du nicht aus 10 Tackle-Zonen springst und nicht in 10 Tackle-Zonen landest, weil dann funktioniert es halt nicht. Ich bin immer so ein bisschen traurig, wenn ich Menschen sehe und da läuft ein Halbling. Weil ich dann immer denke, alle Spieler wären fast fertig für ein Halbling-Team. Bitte lasst mich endlich meine Halblinge so spielen. Ich möchte nichts anderes. Ich möchte einfach nur Halblinge spielen. Ja, aber da wird nicht gegönnt, glaube ich. Naja, ich schätze mal nächstes Jahr um die Zeit mit Glück. Dann wird wieder wie bei Blood Bowl 2 so ein Stunty-Release gemacht, wo dann zwei oder drei, also bei Blood Bowl 2 war es so, da kamen drei Stunty-Teams auf einmal. Oh, echt? Mhm. Da kamen damals, haben sie dann released mit einem Patch die Goblins, die Halblinge und die Ogre. Das war's. Ich vermute, das wird nicht passieren, weil ich glaube, die werden in ihrem Geschäftsmodell festhalten, dass alle drei Monate ein Team dazukommt. Ich habe halt so ein bisschen Hoffnung, dass es, weil es ein Stunty-Team ist, dann ein bisschen anders handeln, weißt du? Aber ja, es ist auch nur die Hoffnung. Es wäre natürlich schöner, wenn sie alles auf einmal packen, ne? Weil so hast du jetzt irgendwie alle drei Monate ein Team, es sind noch mindestens 12 Teams da. Andererseits heißt das, irgendwie 3 Jahre läuft das irgendwie noch, bevor alle Teams da sind. Das ist halt auch irgendwann so, Deswegen glaube ich halt nicht, dass das so passiert, weißt du? Deswegen habe ich halt diese Hoffnung, dass sie das vernünftig machen und einmal wenigstens so ein Stunty-Release da rauspacken. Das wäre schon echt cool. Okay, nee, dich brauche ich gleich noch. Das heißt, du musst jetzt einfach mal dahin. Yeah.
der gibt ja keinen Assist. Genau, der soll ja auch das gar nicht machen, er soll ja einfach nur dahin gehen. Das ist auch viel sinniger. Und jetzt kann ich noch fünfmal über den Platz gucken. Ich finde keine Spieler mehr von mir. So eine Scheiße. Die Anzahl meiner Spieler wurde doch ein bisschen... verringert. Durch sowas. Wie viel Bewegung haben die Catcher? 8? Ja. Okay. Menschen Catcher sind so gut. Ja, definitiv. Und AG4? Mhm. AG3, Stärke 2, aber die kommen halt mit Dodge. Und so war das. Und mit Catch. Das ist so einer von den Spielern, mit denen ich jetzt, nachdem die bei mir Block haben, sammeln die sofort die SPP für ein Stat ab. Weil egal, ob die Stärke, Agi oder Movement bekommen, es ist alles drei geil. Ich hätte nicht so gierig vorhin sein dürfen mit dem Troll, aber mein Troll braucht... Oh, das ist gut. Da ist er. Oh. Ich hätte so gern Break Tackle einfach mit meinem Troll, deswegen bin ich da immer so ein bisschen geierig und versuche, wenn ich einen Touchback kriege, irgendwie mit dem auch einen Touchdown zu machen, auch wenn es nie funktioniert. Oh, willst du direkt hier aufs 2-0 gehen, sagst du? Ja, klar. Das ist ja wohl eine Unverschämtheit von dergleichen! Oh Gott. Ja, okay, es hätte beinahe funktioniert, sag ich mal. Aber dafür haben wir so, die Ballübergabe hat nichts geklappt, ist runtergefallen und er hat die wieder gefangen. Ja. Ich fühle mich verarscht. Wahrscheinlich zu Recht. Mann. Das war ja, und jetzt erst recht. Jetzt ist der scheiß Halbling auch noch. Das war mal eine mega geile Ballübergabe. Boah. Na gut, ich verabschiede mich wieder. Ich muss weiter. Mach's gut. Viel Spaß noch. Danke. Tschüss. Ciao. Horridu. So, da, das war echt eine ganz knappe Nummer 3. Ne? Also es hat funktioniert, aber nicht so gut. Ja, alles andere ist so eh sinnfrei. Du musst das schaffen. Alter. Ja, wie er das immer macht, ne? Oh nein, ich hab doch kein Movement mehr, oder? Ich glaube nicht. Und dafür ist man halt jetzt Kalle. Aber auch kein Movement mehr. Ich versuche auch noch mit wenig Leuten zu nerven. Ja, bisschen zu gut, finde ich. Ich bin auch gerade noch sehr, also wirklich sehr glücklich über diesen Zug, dass das so geklappt hat mit den Dodges. Aber da muss wenigstens ein bisschen was machen und nicht einfach nur durchlaufen. Das wäre auch zu langweilig. Ja, ja, ja. Ich dachte schon so, komm, machst du ein Safe hier und dann klappt ja diese Ballübergabe einfach nicht. Wir haben übrigens unsere, meine Verletzten. Wie ist das? Du hast einen gemacht nur, ne? Das heißt, ich bin ja ein Voraus. Ja. Beim eigenen Team. Was machen wir denn mit dir? Das ist alles schon wieder schwierig.
Du bist inzwischen auch schon zu gut für einfach. Toll. Wir können bei dir den Schwierigkeitsgrad nicht mehr auf einfach stellen. Kannst du vergessen. Ja. Achso, ist der Reroll schon gelaufen? Ich hab ihn nicht gesehen. Ja, ist er. 1 und 2. Na gut. Was? Ich hätte es genauso versucht. Ganz genauso. Ach, hier hinten hatte ich ja auch noch einen zu stehen. Ah, geil. Wir versuchen das. Oh, oh. Bin gespannt, wie weit der Ball jetzt wegkommt. Oh, ich habe ihn aufgehoben. Aber kann ich das schon. Und direkt verletzt. Noch einer. Oh. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, der Ball liegt. Die gute ist, liegt wenigstens neben einem von deinen Spielern. Verdammt, ich wäre wirklich weg gewesen, mit dem hätte die nächste Übergabe geknackt. Ja. Aber wer zu dumm zum Botschen ist? Ja. Ach, wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Erste Frage habe ich gelernt, ist der Ball sicher? Und kann ich sehr, sehr zuverlässig mit einem Nein beantworten. Du versuchst das Ding aufzuhören. Achso, du kannst nicht. 5 plus. Ja. Kevin vergisst die Einsen. Kevin weiß gar nicht, was Einsen sind. So dumm ist der. Das ist der große Vorteil an ihm. Jetzt verstehe ich das. Du hast ihm das nie erklärt. Nee. Kannst du nicht noch mehr Spieler im Ball stellen? Nee, leider nicht. Du hast mir einfach zu viel schon rausgehauen, weißt du? Schlimmer ist ja, bei Gobbos ist der Ball ja so gar nicht safe. Oh ja. Na, kommt er wieder. Der zieht aber auch jedes Mal, ne? Der ist echt so krass. So ein Tier. Nein! Ja, den Ball. Wie weit kann er jetzt damit wegrennen, ist die Frage.
Ah ja, okay, gut. Ja, okay. Den hätte er schon fangen müssen. Das hätte so schön sein. Das Spiel geht auch, wird auch abgehakt und da er war stets bemüht. Ja, bisschen. Mann, Hilfe. Ja, ich meine, ich wäre selber schuld. Ich habe ja einen Goblin mit Catch, aber der steht halt auf, ganz woanders. Nee, ich finde das alles nicht gut gerade, was hier passiert. Immerhin liegt der Ball noch zwischen zwei Gobbos. Das ist schon mal gut. Das ist gar nicht gut. Was ist denn daran gut? Du hebst den nicht mal eben auf? Ja, genau. Ich verstehe jetzt immer noch nicht, was du mir sagen willst. Na gut, noch ein Gobbo. Weißt du, wenn du hier die Verletzung gemacht hättest, die ich gemacht habe, du hättest hier schon 6 SPP gefarmt. Nein, du überlässt das lieber mir, damit ich mich auch noch richtig bescheiden fühle bei meinen Würfeln. Das finde ich lieb. Das war jetzt zugegebenermaßen nicht ganz der Plan, aber ja. So, Kevin. Ach, Kevin, Alter! Auf den ist halt einfach Verlass auf den Mann. Krasser Typ, Mann. Darf ich den dann bei dir mit ins Camp, also mit meinem Troll da mitschicken, wo der da übt? Ins Bootcamp, ja, auf jeden Fall. Oh, nee, ich hab's. Ich muss einfach mal hier schön Vorschlaghammer-Lobotomie bei meinem Troll machen, damit der einen sie vergisst. Okay, das war ein Lobot und das hat nicht gezogen. Das ist schlecht. Das heißt, wenn jetzt mein Troll funktioniert, was er natürlich nicht tut. Warum sollte er auch? Ja, das war jetzt aber echt... Cool. Oh. Er hätte doch nur schieben müssen. Schade. Damit hat sich das erledigt. Würde ich so noch nicht sagen. Shit. Wie? Das geht nicht anders. Nichts gewonnen. So, Muffel, wir brauchen Double Skulls. Beziehungsweise der Gegner, Entschuldigung, Nuffel, der Gegner, also der Djinn, der braucht jetzt Einsen und Double Skulls. Oder einfach Skulls. Also ganz viele Skulls und Einsen. Nicht ich, ich hatte jetzt schon. Jetzt Djinn. Oh, es gefällt mir alles nicht. Verstehe ich. Muss. Diese leichte Verzweiflung in der Stimme. Leicht, ja, leicht. Ja, das war easy. Na, sieht doch. Ja. Oh.
Feste. Das war nicht fest. Zum Glück ist der Troll langsam. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Leute, Leute, Leute. So, du hast den ja noch einen Zug nehmen. Ihr macht mir heute wenig Freude. Stimmt eigentlich nicht. Die haben mir schon eine ganze Menge Freude gemacht heute, aber nicht. Keine Punkte. Ja, das war aber auch nicht. Ich weiß nicht. Das war einfach halt nix. Die diese ganze Dodgerei nicht können. Mann. Und jetzt geht's nur für die SPP. Ja. Ist einem von euch eigentlich was passiert? Miss Next Game und Nibbel, das ist ja human. Ja, gutes Ding, Glückwunsch. Ja, Helder. Du kannst mir auch nicht so schwer machen. Mit ein paar Doubles da. Ich bin ja immer noch froh, wenn der Gegner noch was zu tun hat. Mhm. Dass er nicht noch ein Selbstläufer ist, nur weil man nur noch ein halbes Team hat. Aber meine erste Halbzeit muss ich mir einfach selber ankreiden. Die habe ich schlecht gespielt. Das war gierig. Das ist halt selber schuld. Nur auch einen Touchdown machen können. Wenn man nicht wieder dem Troll den Ball gibt. Aber das ist doch auch witzig. Ja. Und ich möchte halt so gerne Break Tackle haben mit dem. Das würde mir so helfen. Weil dann dodgt der ja wie Morg. Also was Morg heute gedodgt ist, das darfst du auch keinem erzählen. Unnormal. Das war echt unnormal. Ja, irgendwo gibt es halt eine Lücke. Nö. Du solltest deine Abwehr immer noch eins weiter vorstellen. Warum? Aus dem einfachen Grund, da musst du nochmal aus der Tackle-Zone rausdodgen in die Endzone, weißt du? So muss ich nur noch den einen Dodge machen. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Das ist richtig. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ist meiner mit Catch noch da oder war der kaputt? Ich glaube, der ist kaputt. Scheiße, der war kaputt. Ah, wie ärgerlich! Aber hier der mit dem Diving Catch oder was das ist, der ist noch da. Hilft mir Diving Catch bei einer Passübergabe? Ich kann den Spieler nicht anklicken. Nee, leider nur noch das nicht. Nee, leider kriegt er nur noch plus 1 auf einen akkuraten Pass. Okay. Achso. So, oh! Nee, doch nicht. Ich habe gerade gesagt, aufgehört zu regnen. Bei mir war es kurz zu regenfrei. Kommst du? Nee, das hat sich erledigt mit Wormtrainer. Schade. Tja, Leute, dann müsst ihr noch ein bisschen Gewalt erfahren. Oh. Die Schubsen. Mensch. Das erste Mal, dass er versagt, ne? Ist so. In Zug 16 versagt er dann doch mal. Halb. Boah, der ist neu. Sehr vorsichtig damit. Okay. Und der Troll ist gut. So, Jin, und dafür kann ich jetzt nichts, ne? Ach komm. Das ist das sogenannte Respektfoul. Nee, Mobby, nee. Aus, böse, pfui. Den armen Leinmann. Beine gegen Leinmann, ne? Bist du stolz auf dich, ja? Nein. Es war trotzdem wieder ein herrliches Spiel. Richtig hässlich.
Es war ein brillantes Spiel. Ich danke dir, Mario. Ich dir auch. Ich habe wieder ein, zwei Dinge gelernt, auf jeden Fall. Ach, das hat Spaß gebracht. Oh ja, auf jeden Fall. Deswegen sage ich auch immer, Leute, spielt ab und zu mal so bekloppte Stunty-Teams, weil auch wenn man damit verliert, das bringt jedes Mal Freude, weil auch wenn jetzt bei mir bestimmt 4 Runden nicht gut waren oder auch die gesamte erste Halbzeit, die habe ich halt scheiße gespielt, aber 4 Runden so würfeltechnisch nicht gut waren, der Spaß, der dabei rumkommt, ist es einfach wert. Ja. Ist einfach so. Für den Gegner auch. Also ja. Macht einem Gegner damit auch eine riesige Freude. Und es ist halt mal was anderes, ich kann das immer nur empfehlen. Ja, es war echt wild, ganz wild, anders wild. Hast du denn ein bisschen was rausholen können, so SPP-technisch? Oh, warte, lass mich mal gucken. Ich befürchte ja nicht so viel, ne? 2 Touchdowns, nee, eine Verletzung nur angerichtet. Ach, krass. Auf dem Blitzer, der hat jetzt 4 SPP, das bringt ihm auch nicht so irre viel. Habe ich mir die echt alle selber kaputt gemacht? Ja, das gibt's ja nicht. Ja. Ich würde mir das ja. Nein, jetzt habe ich den Bildschirm zugemacht. Ach, das ist so ein Scheiß, ne? Ja. Aber das kannst du auf Statistik und History inzwischen relativ gut alles nachsehen. Was? Oh. Kann ich denn hier das? Ne, kann ich nicht. Oder braucht es das nochmal wegen der Touchdowns? Da kannst du einfach auf History dein Spiel angucken. Na, da, also dein da kannst du ja nochmal die SPP angucken, stimmt, so meinst du. Ja, die das Geld und so, die Fans wollte ich mir angucken eigentlich. Ah, kann ich auch. Kann ich auch. Genau. Boah, das ist so eine gute Funktion. Das haben sie alles inzwischen verstanden, dass das gehen muss. Finde ich voll gut. Eine gute Funktion hier. Wow. Habe ich Fans bekommen? Ja. Ah, cool. Dann bin ich wieder bei 3. Yay, fast voll. Da bin ich jetzt leider auch. Wir haben mal mit 6 angefangen. Nein, wir waren mal bei 7 sogar. Oh. Jetzt bin ich nur noch bei 3. Oh, bitter, bitter, bitter. Ach, na gut. Willst du noch mal in die Kamera winken? Dann unterbreche ich hier die Aufnahme mal kurz. Ja, ich wünsche allen lieben Liebenden einen wunderschönen Was-auch-immer-Tag. Kommt gut in die neue Woche. Schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und ja, immer schön fleißig Blood Bowl spielen. Und gesund bleiben, ne? Und gesund bleiben, ganz wichtig. Super, danke dir. Ja, das war also wirklich eine ganz, ganz wilde Nummer. Wir gucken ja noch mal ein bisschen auf die Statistiken, würde ich sagen. Also, Fan dazu bekommen auf jeden Fall, Geld auch. Das haben wir sowieso. Ich muss einen neuen Blitzer kaufen. Wir haben nicht ganz genug Statistiken. Jetzt wird es interessant, ne? Die sind ja jetzt neu drin. Ja, Verletzungen haben wir uns gegenseitig einzugefügt. Ne? Er hat mir zusätzlich noch einen Kill zugefügt. 10 Verletzungen habe ich ihm. Also da sind jetzt K.O.s, Stuns, weiß ich gar nicht, müssten auch mit drin sein, ne? Habe ich ihm zugefügt, er mir 9 und das Ganze halt bei 48 zu 24 Blocks. Ne? Also ich habe doppelt so oft geblockt wie er und habe ihm aber nicht wesentlich mehr Verletzungen zugefügt. Das, also Rüstungsdurchbrüche sind es ja dann. Ne? Vielleicht sehen wir die Rüstungsdurchbrüche irgendwo nochmal. Ball hatte ich auch doppelt so häufig oder doppelt so lange wie er, bin doppelt so weit damit gelaufen. Das sieht man auch an den Touchdowns auf jeden Fall. Ja, er hat hier viel mehr Verletzungen und K.O.s auf jeden Fall. Ja, Injuries sind wie gesagt auch Stunts mit drin. Sonst ergibt es hier ganz das Ganze gar keinen Sinn. Blitz, ja. Habe ich nur eine Runde lang nicht geblitzt. Wo sehen wir das? Ah ja, genau, ne? Also ich habe doppelt so oft geblockt wie er. Und er hatte nur einen Rüstungsdurchbruch mehr als er. Also ich glaube jedenfalls, dass man das so rumliest, ne? Müsste so sein. Ja, für alle, die hier noch so ein bisschen Statistiken angucken wollen. Ne? Rushes, er ist mehr gerusht als ich. Ich habe dafür fast alles geschafft auf jeden Fall.
Bei den Dodges 27 von 30 hat er geschafft. Das ist krass. Ich habe gerade mal 6 Mal versucht zu dodgen. Hab 5 davon geschafft. Ja. Dann Starspielerpunkte. Kunibald hier, Lineman, hat den MVP bekommen. Der bekommt jetzt Block natürlich dementsprechend. Siegbert kann auch endlich eine Fähigkeit bekommen. Das ist ganz gut. Ja, bei Michael Morgenröte, ne, dem hätte ich halt gerne Block gegeben. Aber wenn ich halt nur eine vernünftige Verletzung verursache, dann wird das halt nichts. So, dann müssen wir ins Recruitment rein. Und wir brauchen noch einen Blitzer. Den werde ich dann noch benennen. Oh, wie hieß denn der Blitzer, der rausgegangen ist? Da muss ich noch mal ins Video gucken, auf jeden Fall. Das kriegen wir hin. So, wer kann denn hier? Siegbert, ganz genau. So, du bekommst einen Block, würde ich sagen. Dann ist er hoffentlich auch ein bisschen stabiler. Du bekommst auch einen Block. Wen haben wir denn hier noch? Ne, bei den anderen reicht es jeweils nicht. Na gut, kann man nichts machen. Ja, wo ist er jetzt hin? Kevin, Hildegunst. Hier, Gustav. Den müssen wir dann noch umbenennen wieder. Ne? Wir haben jetzt noch 2 Blocker mit Guard, leider. Das ist ein bisschen ungünstig. Aber ich musste da am Anfang meiner Meinung nach einfach nach den Erfahrungen in den letzten Spielen den Apotheker nehmen, um den Blitzer im Spiel zu halten, ne? Weil das war halt einer mit Guard. Und in den letzten Spielen war es halt so, da wurden nicht viele Verletzungen angerichtet und wenn, da habe ich immer diese Guard-Spieler früh rausgehen lassen und die haben mir dann gefehlt auf jeden Fall. Jetzt war es aber so, dass Morgenthorg mit drin war und der hat mir dann halt, ich glaube er war es, hat mir dann noch einen tot gehauen und dafür hatte ich den Apo eigentlich immer in der Hinterhand behalten. Diesmal wäre es richtig gewesen auf jeden Fall, aber kann man halt nicht ahnen. Ne, von daher dachte ich mir, setze ich den Apotheker lieber ein bisschen früher ein. In der Rückrunde wird dann neu gewürfelt. Die Reihenfolge, also die Teams bleiben natürlich dieselben, aber die Reihenfolge, in der wir gegeneinander antreten, wird neu gewürfelt. Also kann sein, dass ich direkt nochmal auf Moppy treffe oder keine Ahnung was. Werden wir sehen. Die Rückrunde findet dann im neuen Jahr statt irgendwann. Ich habe gerade nicht auf dem Schirm, wann der Termin ist. Ich glaube, der Spieltag jetzt geht bis zum 14.01. sogar oder so. Irgend sowas, ne? Schauen wir da mal. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.